Hier kann ich die Erde mal reinsetzen, damit das auch hübscher aussieht hier. Wow! Der Bär ist gerade vor mir gespawnt, der hat mich erschreckt. Ich glaube, der Bär, der droppt aber nur Fell. Außerdem ist der schwer zu töten. Und riesengroß. Oder er droppt gar nichts. Diese Variante gibt es natürlich auch. Hier können wir uns ein bisschen Hühnchenfleisch holen. Wir essen ja immer nur Brot. Oder gibt es kein Hühnchenfleisch mehr für Enten? Da ist ein Delfin. Delfin haben wir ja auch noch nicht. Aber eins nach dem anderen. Was habe ich denn da gebaut? Der Sand abgebaut. Oder ist hier ein Creeper? Ist hier der Creeper explodiert? Ich weiß es nicht. Ich habe mal wieder so Ultramangel an Tierchen. So. Da ist ein Vogel. Hier ist Sand. Ist schon wieder ein Loch. Wo haben wir denn? 6 Uhr haben wir. 6 Uhr am Morgen. Geht's hier noch mal in die Höhle rein? Oh ja. Shibuya. Wer kennt das Zitat? Würde mich interessieren, wer den Film kennt, wo die auf so einem Tanz steht und so sagt, Shibuya, sha sha, Shibuya, los geht's. Mal gucken, wer das kennt. Wahrscheinlich wieder keiner. So. Auf jeden Fall können wir damit, neue Fackeln herstellen schon mal. Und ja, wir werden jetzt hier in die Höhle marschieren. Schauen, ob da mir irgendwas schon wieder auflauert. Bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Weil da kann ja alles sein. Wir haben ja gesehen, dass da ziemlich tiefe Höhlen sind. Oh Gott, hier geht es in beide Richtungen weiter. In drei Richtungen sogar. Guckt mich da schon was an? Nee. Okay, einmal Sackgasse. Zweimal Sackgasse. Und hier tropft es, das heißt, hier ist irgendwo Wasser in der Nähe. Und wir bauen ein bisschen Eisen ab. Ja, ich kann euch nicht die Höhlengänge alle ersparen, also das wäre ja auch wieder langweilig. So. Puh. Das nenne ich ja mal einen Höhlengang. So. Ganz zu unserer Belustigung können wir uns hier einen Weg nach unten bauen. So. So. Nein, hier ist eigentlich schon Schicht. So. Ist denn nur das Geleuchte? Und ich habe ja eben schon Wasser gehört, das heißt, es kann eigentlich sein, dass das hier alles ist. Ich nehme schon mal ein Lichtlein auf. Das war's. Hier war nichts. Okay. Weil ich meine doch, wir hätten doch was gehört. Aha. Kies heißt immer, da könnte mehr sein.
jeden Fall ist da was für unseren Boden. So. Und deswegen buddeln wir jetzt hier ein bisschen. Weil wir müssen auch hier auf der hier noch Wege machen und wir haben zwar noch ein bisschen Kies, aber ich finde, man kann dann auch nie genug Kies haben. So. Wir sind schon wieder ziemlich voll. Hier ist aber auch Erde. Wir sind ja eigentlich schon ziemlich tief. Das heißt, das könnte heißen, dass es da weitergeht. So. Wir müssen nur irgendwas loswerden, da hier die verfaulten Dinger werden wir los. Und setzen hier noch ein Licht hin. Erde. Ups. Erde kann man immer gebrauchen. Sieht nach einer reichen Ernte aus. Weil ihr wisst ja noch, wir müssen beim Stall noch das aufschütten. Und dafür brauchen wir natürlich Erde. Und ihr müsst auch dranbleiben und keine Folge überspringen, weil ich werde gleich wieder nach dem Pferd gucken. Was für ein Pferdchen da rausgekommen ist. Natürlich werde ich das Spiel wieder neu starten. Wir haben ja jetzt gelernt, das kann ein bisschen buggy sein. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich hier ein bisschen rumgebuddelt habe und den Kamm abgebaut habe, auch wieder zu dem interessanteren Teil kommen und das Pferdchen mir anschauen. So, ja, mit dem Feenpferd und so, das habe ich jetzt noch nicht geschnallt, aber ja, ich werde da jetzt noch eine Weile aufnehmen. Und ich wette, ich habe das bis dahin dann auch geschnallt. So, ich habe jetzt keine Lust mehr, eine neue zu machen. Wir machen das jetzt mit der Hand. Und leider gab es hier jetzt keine richtige Höhle. Nur so einen Höhlenansatz. Aber das ist ja nicht so tragisch. Dafür haben wir jetzt hier neue Erde gewonnen. Und das ist ja auch was. So, wahrscheinlich ist draußen jetzt gerade Nacht. So. Ja, aber hat aber auch mehr versprochen. Das war irgendwie ein bisschen fies. Dachte man ja auch, da kommt mehr und dann war es das schon. Ach, da ist noch was Eisen. Na, da wird uns ja doch noch was geschenkt. Oh! Und da wird uns auf jeden Fall noch was geschenkt. Wenn ich gleich wieder brülle, dann weiß ich, dass eine Maus da durchgekrabbelt ist oder eine Spinne. Das ist ja zwei breit, das heißt, es könnte beides sein. So. Heißt aber auch, dass ich jetzt hier doch noch ein bisschen was baue. Nämlich, wir bauen jetzt hier eine Truhe hin und einen Ofen. Dann hat sich das ja doch gelohnt. So, und wir können auch noch gerne, ja, ich meine ja, eine Werkbank und wir können gerne noch eine Truhe hier hinsetzen. So. Ah, nein, die geht ja nicht auf dann. So, jetzt geht's auf. Ein bisschen von der Kohle da rein. Das Zeug, was wir jetzt nicht brauchen, hier rein. Hälfte des Essens da rein, Schwert da rein. Und das ganze Holz brauchen wir auch nicht. So. Äxte kann man unter der Erde auch nicht gebrauchen. So. Und Stufen auch nicht. Dann haben wir jetzt ein bisschen Holz hier. Was wir benutzen können, das Brot brauchen wir auch nicht unter der Erde. Die nehme ich vielleicht doch noch so als Notration mit. Die Schere brauchen wir auch nicht. Die Schaufel da schon eher. So, dann bauen wir uns jetzt hier mal noch ein bisschen was. Noch zwei Schaufeln. Und noch ein paar Spitzhacken. So. Ja, das war falsch. Das eine Holz stecken wir weg. Dann kommt hier noch ein Lichtlein hin. Und dann nehmen wir hier die Erde mit. Und den Kies. Das wir eben schon angepreist habe. Brauchen wir die Erde sogar.
Das heißt, ich nehme die nicht einfach so mit, sondern wir brauchen die. Ah, stimmt, ich bin ja das Eisen am Schmelzen. Das heißt, ich könnte das hier gleich mitschmelzen. Ist das nur ein Eisen? Oh mein Gott! Gold. Das ist noch mehr Gold. Ihr wisst, Gold brauchen wir für Beschleunigerschienen. Und Gold brauchen wir auch für andere Sachen. Das heißt, Gold ist ein sehr wichtiger Rohstoff. Den brauchen wir für Medaillen und so. Das ist auch schon fertig geschmolzen hier. Mit einer Eisen werde ich da jetzt nicht reintun. Aber wir können uns damit schon mal eine zweite Eisenspitzhacke machen. Wer weiß, was wir noch alles finden. So. Die Kiste ist schon voll. Die Spitzhacke lasse ich hier. Wollte ich einfach ziehen lassen, so. Da unten ausleuchten, nicht, dass uns da jetzt irgendwas entgegenkommt. Okay. Ich sehe schon, dass wir gleich in die Luft gehen. Ich bin nervös. Deswegen Stille. Spannungsstille. Okay, alles gut. Dann bauen wir das hier mal eben ab. Die Kohle bauen wir jetzt hier mit der Dings ab, mit der Holzspitzhacke, weil ihr wisst, wir haben ja nicht viel Eisen. Obwohl ich ja auch schon Diamanten gefarmt habe und blabli blub, haben wir trotzdem nicht viel Eisen. Und das Eisen brauchen wir zum Beispiel auch, wenn wir so Golems machen wollen. Und für die Sättel brauchen wir Eisen. Das heißt also, eigentlich sind diese Höhlentouren total notwendig. Aber ihr mögt das nicht, wenn ich so lange in die Höhle gehe. Das heißt, ich werde das jetzt kürzer gestalten als das letzte Mal. So, da kommt auch noch eine Fackel hin. Da brauchen wir dann die nächste auf. Kann schon wieder so ein Brot reinschieben. Vielleicht warte ich noch, bis noch ein halbes Essen weg ist. So, dann nutzen wir das Brot wenigstens optimal aus. So, knauserig. Aber unter der Erde gibt es ja auch nichts Neues zu essen, außer Gammelfleisch. Weil ich ja eigentlich froh bin, dass wir gerade kein Gammelfleisch begegnen. Ja, ist auf easy, also. Wenn hier Erde ist, dann heißt, wir könnten eigentlich da rauskommen, wo wir eben gebuddelt haben. So. Oh, das ist ein neuer Erdevorrat hier. Ein neuer Erdevorrat. Wir wollen die Ecken ja noch schön gestalten. Sodass das, ach doch, da. Ach, wir sind hier beim Runtergehen. Rausgekommen. Wo wir runtergegangen sind. Kommst du jetzt noch an die Oberfläche oder was? So. Auf jeden Fall ist Erde auch ein wichtiges Gut, wenn man so große Erdarbeiten macht wie wir. Weil ich hatte jetzt gar keine Erde mehr. So, und hier muss natürlich auch ordentlich ausgeleuchtet werden, damit uns hier nichts spawnt. Ich werde hier jetzt aber wieder zumachen, weil ich schon wieder so komische Geräusche höre. So. Da haben wir auch noch was. Achso, ja genau, wir haben jetzt da. So. Ich weiß, ich hätte noch ein bisschen mehr warten können, aber das wollen wir jetzt dann auch zu blöd. Wenn uns jetzt irgendwas anspringt, dann wollen wir auch wieder Leben regenerieren. So.